Da hinten ist einer mit dem Pferd. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich jetzt bin. Wir haben ein Pferderennen. Ein Pferderennen hatten wir, Leute. Hat es sich aufgehangen? Nee, hat es nicht. Vielleicht braucht es einen Moment. Ja, da wollte ich hin. Die Gnaden des Wissens, Teil 6. Fange Wilson J. McDaniels ein, damit der Professor jemanden zum Hinrichten hat. Genau, das war das, was ich jetzt machen wollte. Wie ruckelt es gerade ein bisschen? Woran liegt das? Warum sind da rote Markierungen auf der Karte? Gegner. Ja, aber sind diese Gegner richtige Gegner oder sind diese Gegner... Also sind das Gesetzeshüter, sind das Kopfgeldjäger? Bin mir nicht sicher. Okay, die... Hoppala. Ah. Tasten. Komm, ich pack das noch mit ein. Ich hoffe einfach, dass das keine Gegner sind. Aber die bewegen sich auch anscheinend nicht. Ich darf halt nur nicht vergessen, dass ich diesen Typen nicht töten darf, weil sonst kann der nicht mehr hingerichtet werden. Sondern, dass ich halt den mit dem Lasso fange oder so. Komme ich hier lang? Wollte ich jetzt eine Abkürzung nehmen, die keine Abkürzung ist? Wahrscheinlich. Komme ich da durch? Wenn sich mein Pferd sämtliche Knochen bricht, ist es einzig und allein meine Schuld. Okay, ja, bitte speichere. So. Ich schaue noch mal kurz auf die Map. Ne, die bewegen sich nicht. Wer weiß, was das für Sachen sind. Wahrscheinlich Tiere oder so. Finde McDaniels. Wenn ich ein Verbrecher wäre, wo wäre ich dann? Wahrscheinlich im Gefängnis, weil ich das halt einfach nicht hinkriegen würde, mich irgendwo zu verstecken. Aber wenn ich in Red Dead ein Verbrecher wäre, wo wäre ich in Red Dead? Das ist wahrscheinlich da oben, oder? Und es wäre auch genau da, wo die Gegner sind. Ist ja super. Klasse, finde ich toll. Ja, safe sind die da oben. Es ist halt nur die Frage, wer von denen ist halt der, den ich suche. Ich lass mal mein Pferd hier stehen. Ich habe ein bisschen Angst um Frederike, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wen von denen muss ich fangen und wen muss ich erschießen? Ich wollte gerade sagen... Okay, welcher von denen? Ja, halt mal ein bisschen Abstand, bitte. Rennt der oder reitet der weg? Okay, der rennt. Vielleicht habe ich eine Chance. Ich hätte mein Pferd klauen können. Ich hätte mein eigenes nehmen können. Oder ich renne einfach. Ja, ja. Noch ein bisschen näher vielleicht. Boah, einfach voll gegen den Baum gehauen. Das ist auch ein bisschen unfair. Wo ist denn der? Wow, der ist ja meilenweit weg. Okay. Ignoriere ich den jetzt einfach. Hä? Als ob der mich von da aus trifft. Hä? Was hatte der denn bitte für eine Waffe? Okay. Na gut, Spiel hat gesagt, ist mir egal. Du hast ihn gefesselt, das zählt für mich als Checkpoint. Hier, wo ist mein Pferd? Komm mal bitte zu mir. Wo ist Frederike? Ist sie unten? Ja, da ist sie. Okay. Das Pferd, das Spiel war auf meiner Seite. Ein Schießgewehr.
Nein, ich wollte nicht absteigen. Oh Gott. Can't raise no animals, take no wives. Sounds like sour grapes. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? Ja, das willst du nicht wissen. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What in hell are you saying, mister? Das willst du nicht wissen. Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you. To kill you. Humanely. No! Yeah. He's gonna strap you into this contraption and run a large electric current through your system. Got something to do with moonshine. I don't quite know what. I guess that's why he's a professor and I'm the bounty catcher. But as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'll be just like, well, like switching off a light. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Okay, mein Pferd hat keinen Bock mehr. Wir müssen mal ein bisschen langsamer machen. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock? Aber ich find's nett, dass Arthur der mir das erklärt, was da halt passiert. I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air. Smell of burning hair. No. There must have been a dozen head of cattle. Lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs. Auch wenn das halt ein bisschen psycho klingt, was er so erzählt. Half like the skin was ripped off. No. Eyes bleeding. Some of them popped out. No. If I hadn't seen the storm, well, I would have thought some devil caused that mischief. But no, sir. It was lightning. The electricity does something, all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. But hey, you know, hey, this electricity professor's got a plan for you. Ah, that must be of an entirely different kind. Ja, so würde es mir da auch gehen, wenn ich das hören würde. Also, der hat das ja richtig. Also, finde ich gut, dass er erklärt hat, was da passiert, aber das klingt halt einfach schon scheiße, wenn du halt in der Situation bist, dass du da halt dann durch musst. Um das mal jetzt ganz knallhart zu formulieren. Ach, shit, kannst du ein bisschen schneller reiten? Kannst du vielleicht auch mal die Waffe nehmen, die ich auswähle? Oh shit. Ich wollte den treffen. Hoppala. I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Ja, so geht's mir auch, wenn ich das höre, was er so erzählt. Me too. Well. You'll be happy to know we ain't got far to go. Hold on tight now. Also er ist halt schon ein sympathisches Kerlchen, ne? Ist halt schon nett. Er hat schon sehr viel Mitgefühl mit seinen Mitmenschen. Nur das mit dem Pferd tut mir halt ein bisschen leid. Kann ich das auch plündern? Da, Satteltaschen. Ach Mann. So. Erstmal braves Pferdchen. Dann brauchen wir natürlich eine Möhre. Kannst du dir bitte die Möhre geben? So, Möhre. Ja, bitteschön. Und dann sind wir eigentlich gleich da. Hallo Tobi, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Was ist das für ein Pferd? Warum steht das da so alleine rum?
Boah, ich habe jedes Mal Angst, dass mich ein Alligator anspringt. Jedes Mal. War ich in dem Haus schon? War das das von Black Bell? Welches Kapitel ist das? Vier? Ich glaube vier. Ha! Pferde. Oh Gott, das war knapp. Ich glaube vier. Wir sind nach Shady Bell. Also ich weiß nicht, warum das heute so ein bisschen ruckelt. Es tut mir leid, dass da zwischendurch mal diese kleinen Hänger sind. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Ansonsten läuft es morgen besser. Aber wir sind nach Shady Bell gezogen und wir müssen Jack suchen. Aber gerade haben wir halt erstmal hier so einen Typen gefangen, der hingerichtet werden soll. Auf eine, laut Arthur, ganz humane Art und Weise. Zumindest ist jetzt gerade Ruhe auf dem Pferd. Dein Spiel hängst ab und zu ein bisschen. Ach, Judge. Aber ich sag gerade so, ja, es ist jetzt ein bisschen Ruhe und jetzt fängt er wieder an, rumzujammern. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht mal bremsen. Jack ist noch nicht back. Nee, Jack ist noch nicht back. Also den müssen wir noch finden. Aber, also ich muss sagen, ist schon wichtig, dass wir halt Jack finden. Aber was halt noch wichtiger ist, ist, wir die Nebenquests alle machen. Also Jack kann halt, egal wo er ist, jetzt noch ein bisschen seine Zeit dort vertreiben. Wir sind halt schon irgendwann da. Muss halt nur ein bisschen Geduld haben. Soll ich ihn einfach ablegen? Was soll ich jetzt mit dem Typen machen? Okay, einfach ablegen. Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Yeah, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. Ja, das wird bestimmt super. Es wird der Spaß unseres Lebens werden. Also ich weiß jetzt schon, dass ich garantiert... Was ist das hier? Nee, Bruder Dawkins. Dass ich garantiert noch nie was Schöneres in diesem Spiel gesehen haben werde. Aber muss ich dem jetzt wirklich hinterher reiten, um das zu sehen? Oder ist das dann noch eine extra Quest? Wenn der sich jetzt losmacht, dann reite ich da hinterher. Aber der steht gerade nur hier rum. Oder muss ich damit aufsteigen? Oh. Das war eine elegante Rückwärtsrolle. Son of a harlot. Nee, nee. Ich kann nicht mit aufsteigen. Kennst du auch die Easter Eggs? Eines sollte man erlebt haben. Ich kenne manche. Ich weiß jetzt aber nicht, auf welches du anspielst. Du kannst es aber sehr gerne sagen. Also ich bin da... Mit den Easter Eggs, die sehe ich gerne. Vielleicht habe ich sie auch schon durch Zufall gesehen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe aber damals, als das Spiel rauskam, so viele... Gehen wir mal dahin. So viele Videos gesehen mit diesen ganzen Easter Eggs und mit diesen... ja, es sind keine richtigen Sidequests, aber diese random Begegnungen und sowas. Und ich war so fasziniert, wie viele es davon gibt. Nee, das UFO habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Noch nie. Ich bin der Meinung, ich hätte mal diesen Geisterzug gesehen. Ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher. Hallo. Hey, partner. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Hello. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! Oh, warum darf ich hier niemandem wehtun? Ist es das Kind? You little bastard! You all right? Oh, I'll live. Kid did this? You know him? He robbed me. Which way you go? Oh, that way. Thanks.
Get off me! Ich kann sagen, wie. Watch, you little weasel. I don't know nothing about them. Hey, you! Why don't you leave the boy alone? What's it to do with you? I can hit a lot harder than you. I promise you that. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Wenn der jetzt weiter wegrennt, ne? Thanks, mister. Nimm das Kru. Hä, kann ich da noch? Okay. Das war leicht. Hey, you want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Hi, now. I mean, hey. Help. Help. Hold on. This man is bothering me. Now. Someone help me. Officer, help. Muss ich jetzt wegrennen? Boah, entkomme den Gesetzeshütern. Oh, Mann. Warum eigentlich eine Sackgasse? Warum eigentlich immer ich? Was mache ich denn? Oh toll, hier ist eine Sackgasse. Komme ich da durch? Kann ich da drüber klettern? Kann ich hier hochklettern? Oder dann da oben hin? Kann ich da hin? Ja, ich habe ein kleines Problemchen, ne? Ich bin ja in der Sackgasse. Also entweder die finden mich hier nicht, weil sie mich halt hier nicht finden können. Ich bleib jetzt einfach mal hier gehockt und warte. Vielleicht wird hier niemand nachschauen und dann können wir wieder gehen. Ja, das war jetzt doof, ne? Also laut Map kommen die zumindest, ne? Der eine kommt so ein bisschen in meine Richtung. Ah, shit. Der kommt näher. Der kommt näher. Nee, nicht in meine Richtung abbiegen, bitte. Ja, einfach weggehen. Einfach weggehen, Leute. Muss ich wirklich aus diesem Bereich raus? Das wäre jetzt echt ein bisschen ungünstig. Aber wenn die jetzt da vorne abbiegen, dann könnte ich mich hier rausschleichen. Wenn ich mich jetzt beeile. Weil jetzt hier nach links abbiege, komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Clever. Und dann sind die nämlich da unten. Und ich renne einfach hier lang. Okay. Okay. Das war doch jetzt erstmal relativ easy. Lief anders als geplant. Wir hätten das schon viel früher abbrechen können, quasi mit der Suche. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist ein Hund? Ja. Hey, boy. So. Ein Bluthund. Okay, kann man ja mal streicheln. Der sieht aber echt ein bisschen mitgenommen aus, tatsächlich. Okay. Jetzt muss ich die Schwester finden oder die Gesetzeshüter zu alarmieren. Und die ist natürlich da unten. Klar. Gut, wobei, wenn ich jetzt einfach diese Straße lang muss. Da sind Gesetzeshüter. Oh, ich krieg die Krise. Entschuldigung. Sorry. Müsst ihr mal durch. Ich weiß halt nicht, ob die sofort alarmiert werden, wenn die mich halt irgendwie sehen. Das wäre halt ein bisschen doof dann, aber... Komm ich hier lang? Dadurch. Okay, dann muss ich irgendwo rechts abbiegen. Ja, wenn ich hier rausgehe... Das sind halt Gesetzeshüter direkt quasi vor ihrer Nase. Was verstehen die denn unter alarmieren? Reicht das, wenn ich in deren Blickfeld komme? Ich benehme mich einfach wie ein ganz normaler Mensch. Also ich sollte vielleicht nicht direkt an dem vorbeigehen wollen. Aber wer kann denn ahnen, dass sie so schnell mein Gesicht überall an die Wand tackern und wissen, wer ich bin? Okay, next try.
Wenn ich jetzt hier einfach geradeaus laufe, so wo tauchen die Gesetzeshüter auf? Direkt links von mir. Wenn ich einfach da reingehe. Ja gut, das war halt ein bisschen einfacher als gedacht. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't! Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but my mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Ich glaube, so langsam könnten wir auch wieder Bart schneiden gehen. See, Father? Weil ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde. So. Da ist die Mission von Dutch. Was haben wir denn noch? Oh, Mary Beth. Und Shady Bell. Okay. Okay, und Dutch. Aber war hier noch nicht eine andere Mission? Aber wo ist... Moment, vielleicht lasse ich erstmal die Mission da durchlaufen. Jetzt interessiert die das nicht mehr, oder? Also, dass ich hier bin. Hello, officer. Also, da ist noch irgendwie so eine Mission. Okay, dann mache ich die erstmal. Ja, schön vorsichtig. Schon gut. So, wo ist... Hey! Who the devil are you? Far as you're concerned, I am the devil. Now get out of here. But this cat! I said get out of here! Das war einfach. I don't quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, you gonna do right by this fella's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. Kennt man. Arthur Morgan, der Kunstprofi. Natürlich. Ich wollte jetzt mal gucken, wo ich Haare schneiden kann. Da kann ich Haare schneiden. Ist sogar direkt um die Ecke. Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn ich Haare schneiden gehe. Dann gehe ich hier durch. Könnte man mein Pferd rufen, weil ansonsten kriege ich das nicht mehr zu fassen quasi. So, dann hier rum. Das hier ist es bestimmt. Habe ich dem nicht schon mal ein Buch abgekauft? Who is now dedicating his life to helping those with the wisdom to help themselves? Yes, I'm a philanthropist, an American philanthropist. I only help those who help themselves. Ich weiß leider nicht, wie Walter White aussieht. Help themselves by reading this book. Wollte eigentlich nur gucken, wie lang dieser Bart werden kann. Save yourself. You'll live free from worry about money. You'll be in a mansion, not the workhouse. Apropos, ich hatte doch hier... Hatte ich nicht noch so ein Haartonikum? Ist bei Vorräten? Arzneien? Ich bin irgendwie der Meinung, irgendwo gab es ein... Nee, das ist Schlangenöl-Arznei. Wundertonikum. Nee, Zutaten ist es nicht, Materialien. Ausrüstung, da Haartonikum benutzen. Ja, aber kann ich jetzt denn noch mit dem interagieren? Weil ich habe ja schon mal sein Buch gelesen. Okay, anscheinend habe ich das halt schon mal... Oh ne, jetzt kann ich ihn grüßen. Hallo, Freund. Do you want to be rich? I already got the book. Ah ja, okay, das ist der. Well, that's terrific. How are you getting along? Well, I'm clearly not rich. Na ja, gut, verhältnismäßig schon, ne? Work harder. Read the equations. Follow the 38 steps to Ach, nur 38 Schritte. Okay. Think I'd like my money back. We'd all like our money back, buddy.
Caveat emptor, as my old man used to say. Well, my old man used to say different things. Now give me my money. Get out of here. You get out of here. Piss off. Er lässt einfach seine Bücher liegen. Die Frage ist halt, kriege ich jetzt mein Geld zurück oder nicht? Ich glaube anscheinend nicht. Gut. Ja, das mit dem Haartonikum, das hatte mir das Spiel auch gesagt. Deswegen habe ich das jetzt getrunken. Oder gegessen. Draufgeschmiert. Was macht man mit Haartonikum? Kann ich hier reingehen? Okay. Ja, ich will nur mal gucken, ob wir jetzt schon die längste Stufe erreicht haben. Erstmal die Haare. Weil die müssen mal ein bisschen... Na? Ein kleines bisschen müssen die geschnitten werden. Wie sieht's mit unserem Bart aus? Der ist Länge 7. Ha, ich hätte halt voll gerne das Maximum. Sieht er so ein bisschen aus wie so ein amerikanischer Präsident. Ja, also wenn es nur Länge 7 ist, dann... Nee, da will ich das mal wachsen lassen. Nee, Leute. Trinkt man natürlich im Gin und Hair Tonic. Mann, jetzt habe ich schon so viel Haartonikum getrunken, dreimal. Und es hat trotzdem nichts bewirkt. Mann, da ist noch ein Steckbrief. Was ist der denn? Ja, in Rhodes, genau. Ich reite jetzt natürlich nach Rhodes. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Mary Beth Dingens Quest. Haartonikum und Schlafen, das... mehrmals und es klappt. Okay. Muss ich wirklich schlafen, schlafen? Reicht das nicht, wenn die Tage vergehen? Ach Mann, dann müssen wir uns das mit dem Schlafen vielleicht echt mal angewöhnen. Wenn du das trinkst, wachsen nur Haare auf der Zunge. Ja, dann redet er wenigstens nicht so viel. Hat alles so seine Vorteile. Und Nachteile natürlich auch, aber das wäre in dem Sinne ein Vorteil. Gut, wir machen jetzt die Mary Beth-Funktion. Muss ich da vorbei schlafen? Es muss eine Ladezeit geben. Verdammt. Okay. Wie spät ist es denn jetzt gerade? Mhm, $85 Kopfgeld. 16:01 Uhr. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis wir dann wieder beim Lager angekommen sind. Vielleicht schlafe ich dann nochmal. Wo kann ich dieses Haartonikum nachkaufen? Weil ich habe jetzt dreimal davon benutzt. Und ich habe keins mehr. Ich würde aber liebend gern mal Haarlänge 10 erreichen. So. Hm, 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 hm. Hallo. Hey there. You must be pretty fast with that gun. No reason to find out. I hope I run into more like you out here. Ich glaube, so findet man auch keine Freunde. Wie halt jedes Mal irgendwie so Leute anquatscht, wenn ich die Taste drücke zum Anquatschen. Und aber keiner irgendwie auf uns so positiv reagiert. Ich frag mich warum. Habe ich den jetzt umgeritten? Das mit der Waffe zücken war ein Versehen. Ich wusste natürlich, dass der Medizin braucht und keine Waffe. Tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Man sollte halt nicht alles essen, was man irgendwo findet. Okay. In normalen Geschäften. Okay, da muss ich mich mal damit eindecken. Wenn wir halt mal wieder in der Stadt sind. So, dann gehen kurz vorbei.
Dann hier lang. Weg ist frei. Ich habe nur nach rechts geguckt, nicht nach links. Wenn jetzt von links ein Zug gekommen wäre, hätte ich echt Pech gehabt. Sind wir schon da? Das ist ja gar nicht so weit weg. Okay. Make sure you stay awake there, Karen. Hey, Arthur. Ja, wo ist die Lagerkasse? Die war drin, ne? Oh, da ist noch Essen. Mr. Mark. Oh, Arthur! You smell. It's cologne. It's liquor. It's cologne. From Cologne, Germany. Oh, I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try sometime. Drinking? Happiness. Try happiness. Just a little, huh? Only it turns out that she was. Hello, Arthur. Hi. Hey. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass er so betrunken ist, während hier irgendwo noch Wasser ist. Sind wir nicht irgendwo im Wasser? Da ist meine Schüssel Eintopf. So. Dann einmal essen, dann gehen wir nach drinnen, machen hier dieses mit der Lagerkasse. Ich doch, oder? Excuse me? You know, hair pomade. No. Well, if you happen to find some. Habe ich wirklich sure. keine? I'll buy you some hair pomade. Aber habe ich, ich wollte gerade sagen, habe ich das nicht? Is that a Herr, auch schon voll gemein. Er fragt gerade so, ja, hast du das? Und er sagt so, nee, habe ich nicht. Und er sagt, ja, wenn du welche findest, sag mir bitte Bescheid. Und zwei Sekunden später rückte das einfach raus. So, er hat ihn halt offensichtlich angelogen. Anyway, I won't disturb you. Sure, Morgan. Achso, hier kann ich auch noch Sachen spenden. Da. Spenden, das kann ich ihm geben. Ach so, Raubtierköder und das, diese Tinktur. Aber war hier nicht gerade eben noch was mit Süßigkeiten? Anscheinend nicht. Sad. Na gut. Dann laufen wir mal hier rein. Schnellen Schritt ist, was eigentlich noch ein bisschen schneller ginge, aber er möchte anscheinend nicht. Ich habe Dutch gesagt, ich sollte dir sagen, ich habe ein paar Combs-Boys riding around. Down here? What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Karen. Mm-hmm. Gott. Well, I should get back to it. Hallo, Basti. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Also irgendwie, wir kommen hier ins Lager zurück und jeder quatscht uns an. Jeder hat irgendwie ein Problem. Man möchte uns irgendwas sagen oder möchte irgendwas von uns. Aber wirklich jeder. Hi, Arthur. There she is. Da die Schulden abliefern. Ja, das ist halt Reflex, Basti. Das ist halt einfach jetzt mittlerweile so. Da musst du dich jetzt dran gewöhnen. Habe ich keine Gegenstände, die ich spenden kann. Geld, Geld. Wie viel habe ich denn? 367. Kann ich jetzt mittlerweile ja dieses Boot kaufen? 360, Leute, wir kaufen das Boot. Ich weiß zwar nicht, was wir hier noch gebrauchen. Achso, da ist das Boot, okay. Stimmt, wir haben ja den Steg. Ja, ne, logisch. Verstehe. Ich habe ein Boot gekauft, Leute. Jetzt haben wir noch 7 Dollar. Schön. Was kann ich von den 7 Dollar kaufen? Nichts. Okay. Aber kann ich nicht doch irgendwie was spenden? Anscheinend nicht. Ja, nur Beitrag leisten, okay. Naja, wenn du dich da dran gewöhnst, ist es ja nicht meine Schuld dann am Ende so. Da kann ich halt auch nichts für, ne?
Also, das... Naja, das... Nee, passiert, das ist nicht meine Schuld dann. Brandsatz, Wurfmesser... Auf Heiler. Einfach reinpacken. Untersuchen. Zeitungsausschnitt. So, ihr hattet ja gesagt, schlafen. Schlafen bis zum Morgen. Einfach mal 12 Stunden durchpennen, weil Arthur hat jetzt anscheinend, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, vielleicht so 5 Tage nicht geschlafen. Deswegen kann er jetzt einfach mal 12 Stunden am Stück schlafen. Der wird schon reichen. Hoffentlich der Bart wird dann ein bisschen länger. Ich möchte Länge 10 vom Bart haben. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, wie lang der Bart dann aussieht. Okay. Was ist denn die aktuelle Haarlänge? 7. Enttäuschend. Aber kann man halt auch nichts machen. So. Was ist denn morgens bei ihm? Bestimmt 6 Uhr oder so. Ja, 6.25 Uhr, alles klar. Gut, dann machen wir jetzt die Mary Beth Quest. Welchen Skill bekommt der Bart dann? Der schießt Pfeile. Dann habe ich nicht nur meine beiden Waffen in den Händen oder halt mein Gewehr, je nachdem, sondern der Bart schießt auch. Man kennt's. Ja, guten Morgen. Ach, das ist Mary Beth. Ich dachte, das wäre eine andere. Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Okay, also... And quick! She's in Rhodes? No. She's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with... Ich habe nicht mal meine Waffen dabei. I think I saw one of the foremen hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched her, es hätte halt nur Susan erwischt, ne? Head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. Well, thank you. Wieso nehmen wir eigentlich nicht ein normales Pferd? Warum nehmen wir halt einfach eine Kutsche? No doubt. Well, I don't know. First Jack, now Tilly.
Ich wollte gerade sagen, wir sind nur noch auf der Suche nach Leuten. Wir sind nur noch auf der Suche nach Leuten und muss ich da jetzt hinfahren? Und Jack ist halt schon viel länger verschwunden. Aber holen wir erstmal Tilly. Als ob ich da einfach reinfahren kann. Oh Gott, oh Gott. Timmy, danke schön für 17 Monate. Danke schön. Kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Sie ersticht ihn doch jetzt oder sowas, ne? Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said. You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Okay, wir holen mal ganz kurz Tilly. Und dann... Ja, als ob ich das jetzt aufbreche. So. Ich würde gerne plündern. Der Bart ist ein Naturschutzgebiet. Ja, wenn ich da wirklich auf Level 10 gekommen bin, dann ist der halt wirklich... Naturschutzgebiet. Warte, Tilly, ich muss ganz kurz plündern. Kann ich nicht. Okay, Glück gehabt, Tilly. Basti ist zu 76% eine Dumpfbacke. Ich bin zu 51% eine Dumpfbacke. Gott sei Dank. Was sie dachte, ist okay. Alright, let's go. Oh, komm along, Miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. 2% nur, Timmy. He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Oh, this. Approaches. Shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that. Das Pferd sieht halt schon cute aus. Folge die Handlanger. Ja, Moment. Moment. Basti, danke schön. Moment. Ich muss Stück für Stück lesen. Danke für den verschenkten Sub an mein Bot. Muss ich den jetzt erschießen? Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich bin ein bisschen... überfordert. Ja. Ohne Dead Eye wäre ich nichts. Ah, shit, ich habe vergessen, die Taste zu drücken. Boah, für Außenstehende muss es total weird aussehen, wie sie halt einfach so die ganze Zeit rumbrüllt. Und halt keiner weiß, warum genau. Okay, wir haben Lasso. Judge ist zu... Oh Gott. Zu 87% der Dumpfbacke. Damit, glaube ich, Oberdumpfbacke. Und Markus zu 26%. Ja, damit ist Judge bis jetzt die Oberdumpfbacke. Also nach Susan oder Tilly. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, sorry, ich muss halt auch erstmal näher rankommen, ne? Now make sure you tie them up real good. So. Make these nice and tight. Eieiei. You bring that bastard back to Tilly, so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. Das Pferd sieht halt echt cute aus, wie so ein Dalmatiner, nur in Pferdeform. You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want das Personal. To spell it right. Das Personal, was halt einfach nichts macht. Also nicht viel, weil der Bot ja teilweise einfach aussetzt ohne ersichtlichen Grund. She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it?
Mit Tobi ist es 7% eine Dumpfback. Also bisher macht niemand Judge. Mhm. Niemand Judge seiner Dumpfbackigkeit streitig. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. Komm, der wird doch eher erschossen. All right, damn it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den laufen lässt. Also sind wir mal ganz ehrlich. Die wird den safe erschießen. Oder uns sagen, wir sollen ihn erschießen. Eins von beiden. So. Dann bitte einmal runternehmen. Here's your man. Bring him here. Tut mir halt jetzt schon so ein bisschen leid, ne? Einfach so gegen das Pferd geschmissen. Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. Dein Martina-Pferd, ja. Your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard off. All right, you. Come on. Let's get you home. Hallo, nehmt ihr mich nicht mit? Ich bin mit dieser Kutsche hergefahren und die fahren jetzt einfach ohne mich? Kann ich den im Nachhinein noch verprügeln? Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Ich wollte mir nämlich den Raum hier noch angucken, weil hier war ich ja vorher nicht drin gewesen. Ist da was? Da, ein Beistelltisch. Mit einem Wundertonikum. Kann ich nichts mehr tragen, ja, sorry. Aber wie heißt denn diese Pferderasse? Appaloosa? Ist das die Rasse? Oh, hoppala, das wollte ich jetzt nicht untersuchen. Infoanzeigen. Ja, es ist ein Tigerschecke. Okay. Tigerschecke. Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. So, Dutch. War das mein Pferd in der Nähe? Ne, dein Hauptpferd ist außer Hörweite. Alles klar. Dann reiten wir jetzt. Boah. Was ist denn da? Postkutscheninformation. Komm, wir holen uns erstmal diese Postkutscheninformation. Vielleicht können wir damit noch ein bisschen Geld machen. Weil wir haben ja nur 4.900 Dollar. Aber der richtige Name. Meinst du Appaloosa oder Tigerschecke? Ach, das ist ein Tiger, gar kein Pferd. Ja, siehst du es nicht? An der Mähne ist ein Tiger. Die klassische Tigermähne. Kennt man. Tigerschecke. Ja, also ich vertraue dem Spiel da auch schon, dass sie da halt keine Fake-Sachen hinschreiben, aber ich habe es trotzdem noch nie gehört. Ich habe noch nie so ein Pferd gesehen. Ja, hallo, ich hätte gerne. Don't rush me, I'll get to you. Well, hello again. I got another one. You interested? That's fine. How's things, Alden? Good. All right. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. But the money best be right. Oh, it is. Ladung ist zerbrechlich. I promise, it's very right. Reiten Sie nach Norden, die Straße am Felsen vorbei, Wagen voller Antiquitäten aus Richtung Nordosten, unterwegs zu einem Käufer in Rhodes. Sollte nur ein paar Wachen dabei haben, liefern Sie alles bei Shawmus und auf der Emerald Ranch ab.
Passen Sie auf, dass Sie weder Wagen noch Fracht beschädigen. Alles klar. Good morning to you. Postkutschenhinterhalt, wo ist denn das? Ja, ist halt nicht so weit weg, ne? Also, das passt schon. Gut. Achso, da geht's raus. Ja, anscheinend sind wir jetzt erstmal mit dem Pferd hier unterwegs. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir jetzt unser Pferd nicht kriegen. Also wie lange wir jetzt nicht nach Shady Bell zurückkommen. Aber ich fand es halt trotzdem ein bisschen frech, dass die mich mit der Kutsche nicht mitgenommen haben. Okay, Girl. Dann machen wir halt jetzt diese Quest erstmal mit der Tigerschecke. Aber warum heißt es auch Tigerschecke? Weil das sieht doch überhaupt nicht aus wie so ein Tiger. Wir haben Tigerpunkte und ich weiß es einfach gerade nicht mehr. Okay, es bleibt dabei. Ja. Ich hätte das Dingens hier Dalmatiner-Pferd genannt. Hey, Mister, can you help me? Please help me? My damn horse died on me and my legs are hurting and I need to get home. Be happy to. Get on. Oh, you kind, Mister. Yep. Wo muss sie hin? If he be so kind to take me to LeGras, that's where I'm from. That's ja, ist genau die andere Richtung, aber ist okay. Ist okay. People is from. Sure, that's fine. Yep. Don't normally trust no outside man. No offense, mister. Just don't trust them much. You're all right. Quite all right, ma'am. I don't trust him much either. You seem like a horse rider? Yeah, your whole life, I bet. Horse don't help much in Lagrano. Need a horse can swim fine as a duck be much more used to us. Last horse we bucked got his foot stuck in the mud. Gator came and ripped his leg off. The horse just wobbling in the water. Another gator came and took the other leg. Then the horse fell and died before Paul Thomas could come by with a rifle on him. And there's no word of lie. Jeez. Sure it's the horse that's the problem? Maybe you should be worrying about the gators. Where was it? LeGras? Well, that's how life is. Ja, ich wollte mir auch gerade sagen, ja, vielleicht ist nicht das Pferd das Problem. Can't find yourself no home to live and grow and die in if you always moving. Can't build no roots down. Can't grow nothing up. Always moving is no good. Maybe I don't want roots. How about that? I'm not looking to settle. You think when was the last time you spent the week in the same bed? How long ago was that? No, don't you ride me like this. Ist ja schon gut. Weren't no need. I never leave my home. You won't call it humble, and it is. And I ain't no more proud than I need to be. But it feels good having something your own. Ain't no war, ain't no boss, man. Ain't no train gonna take that from me. That's optimistic, man. I'll say that. No, mister. I die for me and mine, and that's the damn truth. No word of a lie. But you kind, mister. Well, thanks. We getting close. Don't dawdle now. Ja, nicht rumtrödeln, sagt sie, ne? Aber mein Pferd hat auch einfach keinen Bock mehr. Beziehungsweise, es ist ja nicht mal mein Pferd, das habe ich mir halt einfach nur ausgeliehen. Aber das hat halt, wie gesagt, keinen Bock mehr. Aber wir sind gleich da. Habe ich hier nicht mal was geklaut? Ich bin der Meinung, hier hätte ich meine Kutsche geklaut. Oder zumindest aus einem Ort, der sehr ähnlich aussah. Okay, here's good. Thank you, Mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Is this a houseboat? Hope I never fancy. Have to be on that horse again. Dang animals. Ja, sie kann es mal mit Alligatoren versuchen. Vielleicht gelingt ihr das besser. Vielleicht kommt sie damit dann besser voran. Jetzt haben wir einfach 30 Kilometer mehr vor uns. Okay, es ist zumindest noch in der Liste. Nicht, dass ich da jetzt hinreite und die Kutsche ist weg oder so. Ja. So, das heißt, wir reiten jetzt zum Postkutschenüberfall.
Und dann müssen wir das zu Emerald Ranch bringen. Hoffentlich bringt das eine Menge Kohle. Und dann machen wir die Mission von Dutch. Und vielleicht finden wir dann Jack. Vielleicht. Oder wir machen erstmal eine andere Sidequest dann damit. So ist die Musik immer so, als würde hier irgendwo ein Alligator rumsitzen und auf mich lauern. Wahrscheinlich, weil hier irgendwo ein Alligator rumsitzt und auf mir lauert. Also das Pferd ist echt nicht so gut wie Federica, muss ich sagen. Wenn wir diese Mission mit dieser Postkutsche da gemacht haben, dann reisen wir nach Shady Bell zurück. Und in Shady Bell hole ich mir erstmal meinen Pony ab. Weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses Pferd hier. Er lobt das Pferd auch nicht mehr. Okay, jetzt. Easy, girl. So. Hello. Hey there, mister. Hier kein Zug. Ich bin auch tatsächlich während dieser 13 Streams. Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist der 13. oder der 14. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bin ich noch nicht einmal mit dem Zug gefahren. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Okay, da scheint ein Tier gewesen zu sein. Weil es hat zumindest niemand auf mich geschossen. Und wenn niemand schießt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Tier. Ist das da schon die Postkutsche? Okay, das war jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ja, toll. Ich habe halt jetzt auch keine Waffen, ne? Also zumindest nicht viele Waffen. Jetzt habe ich eigentlich die falschen Waffen. Sehe ich den Wagen schon auf der Map? Vielleicht sollte ich aber auch so clever sein und einfach mal mein Tuch aufsetzen. Okay, ich kann auch mit dem Kutscher sprechen. Vielleicht sollte ich dann aber die Maske wieder abnehmen. Zwinge den Wagen zum Anhalten. Ja, da sind sie. Eins, zwei und eine Wache, also drei. Ich soll ja die Kutsche dahin bringen. Hey there. Hello. Your back left wheel seems shaky to me. Looks like it's about to come off. Vier Leute. Yeah. Ah, shit. Maxwell, go take a look. Right. Warte, ich kann jetzt einfach schießen. Wieso habe ich den denn nicht erwischt? Ja gut, ne, wenn ich die erschieße, gibt es halt auch keine Zeugen. Von daher auch keine Notwendigkeit für das Tuch. Ja, ich soll zwar den Laden stehlen, genau, den Wagen stehlen, aber ich kann die halt auch vorher nochmal plündern. Der eine ist mir ein bisschen zu weit weg. So, plündern. So, und das bringen wir jetzt zur Hehlerei. Jetzt vorsichtig fahren. Gut. 50 Meter Wendekreis. Das ist schon mal super. Okay. Ich sag dem Pferd einfach mal, das soll mitkommen. Weil ansonsten habe ich nämlich gar kein Pferd.
Man muss mir eins klauen und das wäre halt auch nicht nett. Aber lief doch eigentlich ganz gut. Also den einen Typen habe ich halt nicht erwischt. Kann ich einfach drüber fahren? Ja gut, vorsichtig ist vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber es hat funktioniert. Ja, jedenfalls, den einen habe ich halt nicht getroffen beim Dead Eye, aber die anderen. Ist eigentlich weit bis zur Emerald Range von da aus? Ich glaube eigentlich nicht. So. Okay. Die müsste eigentlich da vorne direkt sein, oder? Aber das sieht ein bisschen. Das ist die Emerald Range. Ja, easy. Das war jetzt echt ein Klacks. Und dann muss ich das da wahrscheinlich in den Schuppen rein. Oder? Ja. Der hat auch einfach ein Gespür dafür, wann wir da sind und macht dann immer gleich das Tor auf. So. Das wird auch super einfach. Also das ist halt eine 10 von 10 gewesen fast. 9,5 von 10. Weil das mit dem Dead eigentlich auf Anhieb funktioniert hat. Aber... ja. Wie viel kriege ich denn jetzt dafür? $40? Oh, da ist mein Pferd. Warum auch immer sie jetzt hier ist. Okay. Aber ich stelle keine Fragen. Hauptsache, sie ist wieder da und der Professor hat eine Quest. Ihr kennt's, Leute. Immer erst die Sidequests machen und dann die Hauptquests. Halleluja. Okay. Na gut, mit dem Weg habe ich schon irgendwie so ein bisschen gerechnet. Das passt schon. So. Es regnet ein bisschen. Aber das passt schon. Wir sind ja nicht aus Zucker, ne? Auch wenn Federica echt zuckersüß ist. So. Hallo, Miss Yuriko. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Frohe Ostern. Ist ja ein bisschen spät, aber naja, so spät ist es jetzt auch nicht. Also es ist ja noch Ostermontag, von daher passt das schon noch. Ich meine, wir suchen ja auch jetzt hier im Spiel erst zum Abend vom Ostermontag unsere Leute zusammen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterwochenende. Gab's hier nicht Aberdeen Pig Farm? Gab's hier nicht ein Haus irgendwo in der Nähe? Hier drüben, ne? Weil ich meine, da gab's auch irgendwie eine Quest oder so, oder? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ist es das hier? Irgendwas war hier doch. Ich bin mir nicht sicher. Zatte, ich hoffe, du auch. Ja, mein Osterwochenende war schön entspannt. So mag ich die Wochenenden. Okay, there. Das ist doch einer. Ja. Ha. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Hey, partner. Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh nein, die Mission. Oh, ja, man, doch, die Mission, you know, Tobi. You look perfect, Princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. Die habe ich bei, also ich habe, ich wollte gerade sagen, bei jedem Durchlauf habe ich die mitgenommen, aber ich habe halt das Spiel einmal durchgespielt und einmal neu begonnen und dann jetzt nochmal, also es ist jetzt der dritte Durchlauf quasi, aber der zweite, bei dem ich so weit gekommen bin.
Und ich habe diese Mission immer relativ weit am Anfang gehabt, weil ich hier irgendwie immer vorbeigekommen bin, aber jetzt plötzlich nicht. Hey, there he is. Come on in. Come on. Ich bin da schon drin. I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you? Das ist schon eine sehr, sehr creepy Mission. Okay, Schrank durchsuchen macht erstmal nicht. Das ist wirklich eine der unangenehmsten Quests, die es in dem Spiel gibt, habe ich das Gefühl. Well, look who it is. You are hungry, ain't you? I didn't mean to intrude, miss. Ja, ja, Tobi, genau das. Oder auch, wie die sich halt so benehmen, so wie sie reden. Irgendwie ist das ganz, ganz creepy. Auch wenn das halt keine Geschwister wären, aber es ist halt unangenehm. That is what I like to hear. Hey, now pull up a chair. Oh, hey! Hey! Ain't this just about perfect? God. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us. Like a couple of old friends. Ah, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. That smells delicious. The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! Unangenehm. How do you like it? It's good. Different. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know. Der Blick einfach, er ist so gut. Here, that's for you. Ich liebe das. Das ist der Grund, weshalb ich diese Quest bei jedem Durchlauf gerne spiele, einfach für diesen Blick. Yeah, I could definitely use a drink. So dieser Moment, wo er das checkt und dann so hin und her guckt, so okay. Devil put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Come on, honey. Komm, einen trinken wir noch. What the hell is that? So jetzt würde ich aber gehen. That one right there is in 1894. Feels like someone stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Nee, dann möchte ich bitte gehen. Kann ich das auswählen? Ah, what the hell? Oh Gott. Er hat mir nicht mal die Wahl gegeben. Er hat einfach gesagt, ach, Fresse. Mach einfach. Oh, about time. I take whatever cash he has on her. Put behind Mama. Nimm dir mein ganzes Geld. Die nimm mein ganzes Geld. Ich meine, klar, die wären auch ein bisschen doof, wenn die halt nur so $10 nehmen würden. So, Moment. Wo ist es denn? Aberdeens Pig Farm, da oben. Also ein Stück nach rechts und dann rum. Ja, die Leute da in dem Loch, also die machen das ja anscheinend nicht erst seit gestern. Das ist so eine richtig creepy Quest, aber halt nicht so, dass man halt wirklich sagt, so okay, ist halt schon hardcore gruselig, sondern das ist halt einfach nur krank irgendwie. Aber wie gesagt, dieser Blick, wo er dann wirklich so in dem Moment, also wo er wirklich checkt, was halt gerade passiert ist, das ist halt einfach Gold wert. Das ist halt einfach so witzig.
So, ich hätte aber trotzdem gern mein Geld zurück, weil das sind fast $5,000. Der Typ ist oben, ne? Ah, shit, der kommt jetzt runter. Ich bin noch nicht fertig. So. Problem gelöst. Jetzt können wir plündern. Was sie sagen, wenn man die Fässer, das ist auch gut. Ja, das ist jetzt leider ein bisschen zu spät, Tobi. Also, bei uns hier in der Gang klärt man die Sachen ein bisschen anders. Was sagen die denn zum Beispiel, so ganz grob zusammengefasst, wenn du das noch weißt? Weil das war jetzt, also da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich die auch fesseln könnte, so rein theoretisch. Vielleicht war das ein bisschen doof. Aber hey. So machen die zumindest keine Probleme mehr. Guck mal, ich habe sogar Schokolade und viermal Süßigkeiten. Cracker habe ich bekommen, Kekse, Bohnen, Dosengemüse kann ich nicht mehr tragen. Kann ich das essen? Habe ich noch Dosengemüse? Premium-Zigaretten. Dosengemüse. Dosengemüse. Nee. Schade, dann kein Dosengemüse mehr für mich. Kann ich da noch irgendwas? Da Schrank durchsuchen? Nee, da ist nichts. Die habe ich schon geplündert. Das Feuer kann ich... Nee, was war da? Statt da nur aufheben? Weiß es nicht. So. Ja, naja. Ne? Ist halt für die ein bisschen doof gelaufen, aber kannst du halt jetzt auch nichts machen. Aber dachten die halt einfach, ich gehe weg, wenn die mich da in das Loch schmeißen, oder dachten die, ich bin hinüber? Da ist Schrank. Six sons of bitches. Also mit denen möchte ich nichts essen gehen. Und Zigarettenbild. Ich bin schon gespannt, ob ich am Ende des Spiels auch nur eine einzige Sammlung fertig habe. Von diesen Zigarettenbildern. Weil ich glaub's irgendwie nicht. Fotografie. Wieso haben die Augen kaputt gemacht? Aberdeen Family, Weihnachten 1878. Okay. Ist gar nicht gruselig oder so. Ist hier noch irgendwas? Kommode? Hallo Coffee, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und ein schönes Osterwochenende. Vergesst es immer zu erwähnen, weil das halt nur einmal im Jahr ist. Zigarettenbilder sammeln ist extrem leicht, einfach kaufen. Ja, aber ich bin halt geizig. Ich meine, ich habe jetzt schon $5,000, also... Und ich bezahle mein Kopfgeld nicht mal davon. Also ich spare sehr gerne. Das ist dann schon ein bisschen problematisch dann, wenn ich da Sachen kaufen müsste. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt, wie viel ich durch reines Sammeln zusammenkriege. Aber zumindest eine gute Sache, Tobi, dass du halt wieder, wieder negativ bist. Ich hoffe, es hatte dich nicht zu sehr erwischt. So, ist da lang. Yeah. Bevor diese fremde Person Quest wieder
schwindet quasi. Aber mir war Ostern auch nicht groß dieses Jahr, also einfach nur heute essen gehen quasi und der Rest war halt einfach ausruhen. Jetzt nicht versehentlich über die Person drüber reiten. Da! Hallo! What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand anything. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? Ihn juckt doch einfach gar nichts. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If, well, I believe the zebra's up near Lonnet Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right. Madam. It's bloody Margaret, not Madam. Margaret. Alles klar. Dann holen wir jetzt. Da. Das ist ja gar nicht so weit weg, wenn wir einfach querfeld einreiten. Also sollte halt eigentlich machbar sein. Holen wir jetzt einfach die Tierchen zurück. Mein Osterwochenende war recht entspannt. Wie war dein Ostern so? Auch sehr entspannt zum Glück. Also ich bin da ganz froh drüber. Ich mag das, wenn so Feiertage einfach ganz ruhig und gelassen ablaufen und es nicht viel zu tun gibt. Bin ich ein großer Fan von. Und vor allem, was ich auch schön fand, ist, dass das Wetter das erste Mal dieses Jahr richtig, richtig schön war, so für 2 Tage am Stück. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich bin sehr, sehr bereit für den Frühling. Ich möchte keinen Winter mehr. Ich möchte keine Kälte mehr. Und ja, das hat mich auch gefreut, dass halt passend zu Ostern das Wetter einfach gut geworden ist. Kein Regen, einfach nur Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Ich dachte jetzt, mein Pferd bricht sich einfach das Genick. So, das vermisste Zebra wurde hier in der Gegend gesehen. Muss ich da einfach dieser Fährte folgen? Wie wird das denn lang? Ach, guck mal, ein Zebra. Easy, easy. Easy. Look here. What they done to you? Yeah. Easy, whoa. Ich glaube, das ist kein Zebra, aber es ist nur eine Vermutung. Hab Skyrim angefangen, nur die NPCs in Skyrim sagen ständig sowas wie, ihr seht nicht gut aus oder ihr seht krank aus. Ey, das hilft nicht weiter. Aber bist du vielleicht krank im Spiel? Oh, there. Easy. Easy. Ich weiß nicht, wie ich das halt am besten beruhige. Easy. You're okay. Easy. Whoa. Easy. Es rennt halt immer weg. Muss ich einfach. Also kann ich darauf reiten? Easy, easy. Easy there, easy. Wir versuchen es mit Fangen.
versuchen das einfach mit Fangen. Slow up now. Hey, easy now. Schießen vielleicht nicht. Come here. Come here. Meint ihr, das kriege ich hin? Ich hoffe, das verliere ich jetzt nicht unterwegs dreimal. Das Wetter war echt schön. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Diese ständige Kalt und Windig ist gar nicht meins. Also ich finde, so hier und da mal Winter ist halt vollkommen okay. Also ich bin auch ein großer Fan von der Weihnachtszeit etc. Aber meinetwegen kann es im Oktober ein bisschen kälter werden. November, Dezember dann halt richtig kalt. Januar ist dann schon wieder ein bisschen wärmer. Und ab Februar kann das halt meinetwegen... Okay, jetzt hat sich das Tier beruhigt und wird mir folgen. Alles klar. Ich würde gerne hier da hoch vielleicht. Aber ich brauche halt auch keine 6-7 Monate Kälte. Also das brauche ich halt absolut nicht. Deswegen bin ich halt jetzt auch echt erleichtert, dass es anscheinend jetzt langsam Frühling wird. Das war ich, deswegen sagt die das. Aber wenn man in Real Life auch krank ist, will man das nicht hören. Ja, vielleicht war das auch so eine Nachricht an dich, so hier. Pass ein bisschen auf dich auf, ruh dich aus, werd wieder gesund. Und ja, das ist ein Maultier. Der hat das einfach nur angemalt, glaube ich. Also es ist kein Zebra-Zebra. Es ist ein Maultier. Mit Streifen. Wo er sagt, es ist ein Zebra, aber es ist... kein Zebra. Hoppala. Sorry. Ja, sorry. Ich habe halt die Kurve nicht gekriegt. Jetzt weiß ich aber auch, warum Maultiere Maultiere heißen. Der mault ganz schön. Hallo. Ich hab das Zebra da. Good grief. You found him, our zebra. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, I shall make it worth your while. But first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caligar Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Finde den Tierbändiger. Wo ist er denn? Da ist er. Und wo ist das? Ja, ein Stückchen weiter weg. Alles klar. Wir kriegen das hin. Holen wir halt einfach den Tiger wieder zurück, ne? Ist ja kein Ding. Wir haben ja das Zebra jetzt gefangen. Ja, ja. Holen wir den Tiger. Und danach noch den Löwen und dann kriegen wir hoffentlich eine gute Bezahlung. Wir haben ein Zebra gefangen, Leute. Ein Zebra. Kennt man. So. Über $85 Kopfgeld. Frag mich halt immer wieder, wie ich dieses Kopfgeld gekriegt habe. Ich mach doch gar nichts. Ich mach nichts. Ich helfe doch nur. Am
meistens zumindest. So. Hier schon mal, ich habe das Gefühl, ich war hier noch nie. Das ist ja auf der Karte aufgedeckt, das heißt, ich war hier schon mal. Sehe ich auch, so Winterwetter ist schon echt schön, aber so ab Februar, März denke ich immer, hoppala. Ich denke mal, das hier ist die Tierbändigerin, oder? Ja, ab jetzt könnte es schon wärmer werden. Ja, es geht mir genauso. So Februar, März, so spätestens März ist so, wo ich dann sage, yo, könnte langsam Frühling werden. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Und der Gracie Macy, ich hoffe, du hattest ein schönes Osterwochenende. From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. Alles klar, ich such dann mal. I got it. Ich such dann mal den Löwen. These are paw prints. Like blood to me. Shit. Das sieht aus wie helles Blut. What's this? Nee, da lang weiter. Oh, was ist denn das? Oh no! I found your dog. Oh no. Dog X Line. Hey boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Aww. The other half? Really? I'm gonna put them in your wagon. Heute und Samstag waren nur Kartons ausräumen und aufräumen angesagt. Aber kommst du voran, Gracie Macy? Okay. Aber ich fühle das. Rubs up. Stay down. She won't be too far away. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Hast du noch viel zu tun? That's what you're dealing with. You didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Die waren offensichtlich Freunde. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Bitte töte mich nicht. Sorry, girl. Ich wollte gerade sagen, ich hätte beide einfach zeitgleich zugemacht. Alright. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Wie will sie denn bitte von hier aus ein Auge auf den Tiger haben? She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should... Mann, ich wollte dir ausweichen, weich mir doch nicht aus. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself.
Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and... You can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. Na, aber der Tiger hat sich hinten einfach reingelegt. Denkt sich wahrscheinlich gerade so, wo kommen wir jetzt hin? Judge, danke schön für den verschenkten Sub an Red Cat Redemption. Dankeschön. Red Puma Redemption ist das jetzt hier gerade. Best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. Ist hier lang? Vielleicht nicht versuchen, die Wildkatze zu verlieren? Kennst du auch den ersten Teil? Ich habe den bis Mexiko gespielt und dann irgendwie nicht mehr weitergespielt. Ich weiß, wie er ausgeht und ich weiß, dass nach Mexiko, glaube ich, nicht mehr so viel kommt. Aber ich habe bis Mexiko gespielt, aber es ist leider Jahre her. Ich wünschte, das gäbe den Teil auch nochmal für die neueren Konsolen. Ich würde den gerne nochmal spielen. Nur irgendwann haben mich die Zombies genervt, tatsächlich, von dem DLC. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. Ah, you would have managed it yourself. I just helped you along. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics to better women than me. Yep. Eieiei. Also. So, jetzt bin ich angekommen. Alter, das klingt echt ein bisschen stressig, Gracie-mäßig. Vor allem das mit dem bis 18 Uhr arbeiten. Jolly good, jolly good. You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint. Make-up. But playing dog. Ich hoffe, dass du gut vorankommst. Wild animal. You're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Ich bin so müde. Okay, ist ja auch nicht so weit von da aus entfernt. Da ist mein Pferd, da ist mein Pferd. Ist es normal, dass man diese Quests alle so schnell hintereinander machen kann? Oder ist es, weil ich jetzt quasi schon im vierten Kapitel bin? Dass das Spiel sagt, so hier... Brauchst nicht warten. Wir schalten hier einfach alles frei. Nur ganz dezent. Ja, das Positive ist aber, wenn halt alles erledigt ist, dann... Ich wollte gerade sagen, ist alles erledigt, aber das ist ja die logische Schlussfolgerung. Aber dann bist du auch froh, dass es dann vorbei ist. War ein recht entspannter Tag und das mit den Kartons zusammenbauen kenne ich. Das kommt ja bis Mittwoch. Aber so Kartons ausräumen fand ich auch immer richtig nervig. Also, das habe ich auch nicht gerne gemacht. So. Emerald Ranch. Löwe. Ich wollte ja auch mal... Stopp, stopp, stopp. Ja, die andere Volcanic wollte ich. Gut. Wie war denn dein Osterwochenende? Oft mal ganz entspannt. Ich habe gestern Osterhase gespielt.
seen a dog, a big dog around here? A dog? I don't know what I seen, but they got it trapped in the barn there. Okay. Ja, gestern, wie gesagt, habe ich Osterhase gespielt. Heute war ich einfach essen gewesen und habe einen Spaziergang gemacht. War also ganz entspannt die letzten beiden Tage tatsächlich. Oh ja? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looks like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, if you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Hier ist doch gar nichts. Come here, boy. Let's go. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. Finde den Löwen. Kann ich den looten? Plündern. Wir haben Zeit. Ja, minus an Ehre, ich weiß, aber Loot. Kann ich die Kuh looten? Mit dem Quatschen? Nee. Was am Pferdchen? Oh, hier, guck mal, Blutspuren. Hier bin ich doch bestimmt richtig. Hier lang? Ja, ich glaube, dass der Löwe entkommen ist. Das ist unser kleinstes Problem. Ich glaube, dass der uns dabei gekillt hat. Das ist mein Problem gewesen. Halleluja. Trophäen nehmen. Das sah komisch aus. Das war sehr schmerzhaft, glaube ich. By the way, was ich noch gar nicht gesagt habe, was man auch gar nicht sieht durch das Mikro und sowas, ich habe das Friendly Fire T-Shirt an. Und, es passt noch. Es passt noch, Leute. Ich bin tatsächlich beeindruckt. Es ist schon ein bisschen eng, aber es geht noch. Federica hat sich aber verändert. Ja, Federica hat sich eine neue Mähne wachsen lassen. War im Friseursalon, hat Haare färben lassen und hat eine krassere Mähne. Und apropos Friseur, ich will übernächste Woche mal zum Friseur gehen und mir einen Termin holen, damit ich nächsten Monat oder so vielleicht einen Termin kriege. Und dann will ich Haare abschneiden. Und die sind jetzt so lang, ich weiß nicht, ob der Friseursalon, wo ich hin möchte, das macht. Beziehungsweise wo man das machen kann, aber ich möchte halt, wenn die Haarlänge ausreichend ist, dann muss ich mich dann nochmal informieren, die Haare dann vielleicht auch spenden. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen kann, weil ich das noch nie gemacht habe. Deswegen, ja. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder für den Sommer dann kurze Haare haben und meine Haare spenden, wenn die ausreichend lang sind, entsprechend dem, was halt vorgegeben ist. Ich weiß halt nicht, ob meine Haare dafür geeignet sind, aber ich denke mal, das kann an die Friseurin entscheiden. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron. Steady on. I clearly stated that we were looking you for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar, and they...
well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is rum, old boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. Ich glaube nicht, dass man diese Mission normalerweise so schnell hintereinander machen kann. I'll be topping the bill, I promise. Soll da so viel denn wegverschwenden, muss es eine Menge sein. Ich weiß halt nicht, wie viele Zentimeter Haar das sein muss für Haare spenden. Aber ich will halt so ungefähr schulterlang. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, das hier soll auf jeden Fall so von der Länge her weg, so ungefähr plus minus ein bisschen. Also, ich habe jetzt nicht nachgemessen, wie viele Zentimeter Haare das sind und wie viele man quasi dann zum Spenden braucht. Ich meine, ich muss so oder so zum Friseur und ich dachte mir so, okay, wenn halt Haare abkommen, ehe die dann quasi weggeschmissen werden, kann ich sie halt auch spenden dann. Wenn sie halt entsprechend natürlich lang sind, das muss ich dann halt, wie gesagt, noch recherchieren. Das war halt erstmal nur so ein Gedanke, weil ich habe ja noch nicht mal einen Friseurtermin. Hallo Finster, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterwochenende. Ist normal, dass man die so kurz hintereinander machen kann? Okay. Das kam jetzt mich irgendwie so ein bisschen komisch vor, weil ich irgendwie der Meinung war, man muss die halt so nach und nach freischalten. Und dass die jetzt nur so schnell hintereinander kamen, weil ich vielleicht halt schon ein paar Kapitel weiter bin, als man die ursprünglich machen sollte. Ja. Pulsreportage auf YouTube hat dazu ein gutes Video zum Thema Haare spenden. Moment, das muss ich mir mal kurz notieren. Jetzt nirgends gegenreiten, bitte. Ich denke mal, das gucke ich mir dann nach dem Stream dann gleich an, sonst vergesse ich das wieder, ihr kennt mich. Aber wie gesagt, die dann halt im Müll landen, wenn sie halt ausreichend lang sind dafür und es soll halt wirklich eine ganze, ganze Menge ab, dann, that the snake bite feller? Again? Oh! You won't believe it. I got bitten again. It's real deep. Suck it out of me, please. Marlene, hallöchen. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag und ein schönes Osterwochenende. Geht circa 25 Minuten, findet man. Sehr gut. Ja, das werde ich mir dann nachher noch angucken. Never again. Oh, I owe you so much, Mister. Yeah. Ich guck gerade, da ist Professor. Komm, wir machen heute noch die Professor-Mission. Und dann machen wir da morgen weiter. Aber die Professor-Mission machen wir noch. Ich wusste jetzt gerade nicht, ob der vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich meine, ich glaube, ich meine, ich hätte mich vor Jahren schon mal belesen wegen Haare spenden. Weil ich hatte, sie waren jetzt nicht so lang wie heute, logischerweise. Das ist das Längste, was ich je hatte an Haaren. Aber ich meine, ich hätte da auch so Sachen gelesen wie, die dürfen halt nicht gefärbt sein, die müssen halt gesund sein. Und gefärbt sind meine Haare ja nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob die halt gesund genug sind. Deswegen muss ich mich dann noch mal ein bisschen belesen und dann halt mit der Friseurin sprechen,
ob meine Haare dafür überhaupt geeignet sind. Ich hoffe es natürlich sehr, weil es ist halt schön, wenn man halt, ja, sowieso die Haare schneidet und dann halt noch was Gutes mit tun kann. Weil ob es jetzt im, also ich habe ja nichts davon, wenn die Haare im Müll landen. Ich habe auch nichts davon, wenn ich die halt spende. So, es ist halt einfach nur dann, dass halt noch was damit gemacht werden kann und sich vielleicht jemand drüber freut. Und, ja. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass meine Haare dafür geeignet sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn die halt kürzer sind. Weil ich habe jetzt so lange, lange Haare gehabt und ich... Oh, es ist langsam echt ätzend. Also ich kann nicht verstehen, wie Leute permanent so lange Haare haben können. Weil ich habe jetzt echt die Nase voll, so nach einem halben Jahr mit so langen Haaren. Ach ja, guck mal, da ist er mit seinem Stuhl. 4 Wochen Hawaii, Timmy? 4 Wochen? Boah, ich bin ein bisschen neidisch, ne? Boah, 4 Wochen Hawaii einfach. Crazy. Hast du, also du sagst, du liebäugelst, aber wie wahrscheinlich ist es, dass du das machst? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du uns dann erzählst, wie es war? 4 Wochen ist schon krass. Und vor allem noch Hawaii. Gentlemen, behold the calm removal of this. Boah, geht doch bestimmt irgendwas schief. Existence. Incredible! He's nearly dead. So humane. Reicht anscheinend nicht. His life may have been troubled, but his passing is peaceful. Somebody shoot. Don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Das war komplett, das war ein kompletter Reinfall. Die sind halt einfach beide draufgegangen. Kann ich den looten? Oh nee. Das ist schon gelenkig. Kann ich den looten? Also das war, also Bauplan für den elektrischen Stuhl. Okay. Okay. Ist jetzt nicht so krass ausgeklügelt tatsächlich. Also ein bisschen, aber jetzt nicht so, ne? Ja, das war wohl nix, ne? Also, das mit dem elektrischen Stuhl. Mein Pferd blockiert einfach den Weg. Ja, ja, ist ja okay. Ist in Ordnung. Na gut. Der kann ja nerven. Okay. Okay, also das war ein absoluter Reinfall. Gut. Dann würde ich aber jetzt erstmal speichern. Wir machen hier morgen weiter. Überschreibt es ja einfach. Ja, überschreiben. So. 49,2%. Wir haben am ersten Dienstag des Jahres angefangen mit dem Spiel. Und sind jetzt nach 13 Streams, lasst mich lügen, 13, 14 Streams bei fast 50% des Spiels. Also ich finde, wir kommen gut voran. Also ich kann mich nicht beschweren.
Wo haben wir denn hier? Nee, 2023 suche ich. Ja, okay, das ist das früheste hier, 14.02. Aber wir kommen gut voran, Leute. Wir kommen gut voran. Ich bin positiver Dinge, dass wir das dieses Jahr schaffen. Vielleicht sogar noch vor Sommer. Mal gucken.